Alles, was ich gebe, wird mir selbst gegeben, erinnert uns die Lektion 126. Man könnte auch sagen, alles, was ich denke, erfahre ich in der Welt. Das, was ich denke, gebe ich. Die Getrennten sind der Ansicht, dass das, was sie denken, keinen Einfluss auf die Welt hat. Und dann erfahren sie mal irgendwann, dass das Denken Einfluss auf die Welt hat, dann versuchen sie verkrampft positiv zu denken. Was natürlich wieder weitere negativen Dinge hervorruft, weil in der Polarität positiv zu denken muss anderes hervorrufen. Die Getrennten sind weiterhin der Ansicht, dass ihre privaten Gedanken über einen Partner, über den Chef, über die Politiker, über irgendeinen Virus oder egal, was ihnen begegnet, dass diese privaten Gedanken privat sind und niemand wird es bemerken. Die Getrennten sind auch der Ansicht, dass das, was andere tun oder ihnen antun, nichts mit ihnen zu tun hat. Sie sind der Auffassung, dass der Getrennte, der ihm etwas angetan hat, dass dieser Getrennte unabhängig von demjenigen, dem es geschieht, agiert. Die Getrennten sind auch der Ansicht, dass die Hilferufe der Welt nichts mit ihnen zu tun hat. Sie glauben, da draußen ist die Welt und alles, was da geschieht, hat nichts mit ihnen zu tun. Und die Getrennten sind sehr einsam mit diesem Denken. Denn alles, was in dieser Welt geschieht, hat nur eine Ursache. In deinem Geist. Und es ist völlig verrückt, die Hilferufe der Welt zu ignorieren. Es ist im höchsten Maße egozentrisch. Es ist völlig verrückt, weiterhin zu glauben, dass die privaten Gedanken nirgendwohin ankommen. Deine privaten Gedanken in deine Beziehungen hinein überträgst du in deine Beziehungen und wirst dementsprechend Erfahrungen machen. Willst du hierfür die Verantwortung übernehmen? Oder soll es noch weiterhin so aussehen, dass deine Beziehungen schuld sind an deiner Situation? Die Getrennten übernehmen keine Verantwortung für ihr Leben. Sie übernehmen keine Verantwortung für ihren verrückten Geist. Die Getrennten wollen in den Abgrund rasen mit der Idee, ach ja, die Welt. Sie bietet mir einfach nicht das, was ich will. Und dennoch bietet sie dir in jedem Augenblick, was du über sie denkst. Sie liefert dir deine tiefsten Überzeugungen. Sie liefert dir deine Ängste, deine Sorgen, deine Glücksgefühle, all das, was du vorfinden willst, liefert dir deine Welt, inklusive deinen abgefahrenen Beziehungen. Alles, was ich gebe, wird mir selbst gegeben.
Das ist letztendlich, das gilt es zu verstehen. Das ist es, was der Kurs in Wundern immer wieder als zentrales Thema anbietet. Du bist nicht getrennt, genauso wenig wie der Sonnenstrahl von der Sonne, genauso wenig wie die Milch im Kaffee und die Finger zur Hand und die Hand zum Arm. Der heutige Gedanke, dem Ego und dem Denken der Welt vollkommen fremd, ist entscheidend für die Umkehrung des Denkens, die dieser Kurs bewirken wird. Wenn du diese Aussage glaubtest, dann würden vollständige Vergebung, Gewissheit des Ziels und sichere Ausrichtung kein Problem darstellen. Du würdest das Mittel verstehen, durch das die Erlösung zu dir kommt, und würdest nicht zögern, es jetzt anzuwenden. Siehst du, nur das gilt es zu verstehen. Mir fällt gerade ein, vor über 2 Jahrzehnten, man mag es kaum glauben, bin ich mal einem Betrüger auf den Leim gegangen. Also so richtig, so völlig hineingetappt in eine Situation, wo ich dachte, wow, wie kann ein Mensch nur so sein? Wie kann ein Mensch nur auf diese perfide Art und Weise betrügen wollen und ich, Trottel, tapp noch rein? Damals habe ich tatsächlich gedacht, dass dieser Mensch dies mir angetan hat, was mich in eine enorme Krise geschmissen hat und wo ich dachte, das ist mein Untergang, da komme ich nie mehr raus und all diese Dinge. Es war wirklich heftig. Und er hat einfach nur einen Dienst erfüllt für mich. Und ich bin ihm heute im höchsten Maße dankbar für diesen Dienst. Er hat mich in einen Läuterungsprozess gebracht, indem ich sanft oder ganz zart oder so ein leichter Hauch von hey, das habe ich mir selbst angetan, in meinem Geist aufkeimen konnte. Ich habe diese Person in mein Dasein, in meinen Traum bestellt. Bestellung beim Universum. Ich habe ihn dahin bestellt, um mir den Betrüger in mir zu zeigen. Und das war schon eine saftige Geschichte und ich vermute, dass du Ähnliches kennst, wo dich vielleicht jemand betrogen hat, wo du vielleicht angelogen wurdest, hintergangen wurdest, missbraucht wurdest oder ähnliche Dinge. Ich glaube, wir alle kennen das. Das ist kein Zufall, dass genau dir dies geschehen ist. Es ist ein Hinweis. Was du gegeben hast, das wirst du empfangen. Und das hast du dir selbst gegeben. Nicht um zu verzweifeln, sondern Vergebung anzuwenden. Wow, Heiliger Geist, gib du mir deine Sicht in dieser Situation. Berichtige all mein destruktives Denken in dieser Situation. Ich möchte
geheilt auf die Situation schauen. Das sind zum Beispiel Sätze, die du anwenden kannst und die dann wirksam werden in dir. Lass uns betrachten, was du statt dieser Idee tatsächlich glaubst. Also alles, was ich gebe, wird mir selbst gegeben. Lass uns betrachten, was du statt dieser Idee tatsächlich glaubst. Es scheint dir, dass andere Menschen getrennt von dir sind und fähig, sich in Weisen zu verhalten, die keinen Einfluss auf dein Denken haben, was auch von dir auf sie bezogen gilt. Daher hat deine Haltung keine Wirkung auf sie und ihre Hilferufe stehen in keinerlei Zusammenhang mit deinen eigenen. Des Weiteren denkst du, dass sie sündigen können, ohne dass es die Wahrnehmung deiner selbst beeinflusst, während du ein Urteil über ihre Sünde fällen und dabei von der Verurteilung ausgenommen und in Frieden bleiben kannst. Ja, und solange wir die Hilferufe der Welt weiterhin ignorieren, werden wir immer wieder auf diese Hilferufe stoßen. Angenommen, in deinem Umfeld ist jemand, der dich um Unmögliches bittet und immer wieder penetrant darum bittet und immer wieder dich mit diesem Thema konfrontiert. Die Einladung ist hier, vorausgesetzt, es verletzt dich nicht selbst und niemand anderen, die Einladung ist hier, diesen Hilferuf zu folgen, das zu tun, was offensichtlich für dich unmöglich erscheint oder was dich überfordern würde. Der Hilferuf des anderen ist deiner und es ist immer ein Ruf nach Liebe und nicht der weiteren Trennung. Ach, der soll das alleine machen. Ach, der kann das nicht und ach, ich will das nicht und hier bin ich überfordert und hier, lass mal diese Gedanken nicht mehr lebendig werden, diese toten Gedanken der Trennung, sondern geh mal einen Schritt weiter und folge diesem Hilferuf. Es ist der deine. Wenn du eine Sünde vergibst, Sünde wird im Kurs im Wundern mit Fehlern, also wenn du einen Fehler vergibst, ziehst du daraus keinen unmittelbaren Nutzen. Du lässt Barmherzigkeit einem Unwürdigen zukommen, nur um hervorzuheben, dass du besser bist und auf einer höheren Stufe stehst als derjenige, dem du vergibst. Er hat deine barmherzige Langmut nicht verdient, die du jedem zukommen lässt, der dieser Gabe unwürdig ist, weil seine Sünden ihn unter eine wahre Ebenbürtigkeit mit dir habe sinken lassen. Er hat keinen Anspruch auf deine Vergebung. Sie bietet ihm eine Gabe, kaum aber dir. Somit ist Vergebung grundsätzlich unvernünftig. Eine barmherzige Laune ist sie wohlwollend, jedoch unverdient. Eine Gabe, die manchmal gegeben und manchmal vorenthalten wird. Da sie unverdient ist, ist es gerecht, sie vorzuenthalten, und es ist auch nicht recht, dass du leiden solltest, wenn du sie vorenthältst. Die Sünde, die du vergibst, ist nicht die deine. Jemand hat sie begangen, der getrennt von dir ist. Und wenn du dich dann gnädig zeigst ihm gegenüber, indem du ihm schenkst, was er nicht verdient, dann ist diese Gabe ebenso wenig dein, wie es seine Sünde war. Gesetzt, dies wäre wahr, dann gibt es keinen Boden, auf den Vergebung zuverlässig und gewiss sich stützen kann.
Eine Grille ist sie, bei der du manchmal dich entscheidest, nachsichtig eine unverdiente Gnadenfrist zu gewähren, doch bleibt dir noch das Recht, den Sünder der gerechten Tilgung seiner Sünde nicht entgehen zu lassen. Denkst du, der Herr des Himmels ließe zu, dass die Erlösung der Welt davon abhinge? Wäre seine Sorge für dich nicht für wahr gering, hinge deine Erlösung von einer Laune ab? Du verstehst die Vergebung nicht. Wie du siehst, hältst du damit nur offenen Angriff in Schach, ohne dass dies Berichtigung in deinem Geist erforderte. Wie du sie wahrnimmst, kann sie dir keinen Frieden bringen. Sie ist kein Mittel, dich davon zu befreien, was du in einem anderen als dir selbst siehst. Sie hat die Macht, nicht deine Einheit mit ihm in deinem Bewusstsein wiederherzustellen. Sie ist nicht das, was sie nach Gottes Absicht für dich sein sollte. Hier wird uns nochmals deutlich gesagt, was Vergebung ist und was sie nicht ist. Die Vergebung ist keine Laune, die wir manchmal anwenden, weil wir gnädig sind. Naja, ich vergebe dir heute, aber dennoch wollen wir die Schuld im anderen weiterhin sehen. Vergebung bedeutet letztendlich, es ist nie geschehen. Außer in meinem Geist, außer in meinem Denken. Und jedes Denken lässt sich berichtigen. Die Sünde, der Fehler, der hier als Sünde bezeichnet wird, kann korrigiert werden, wenn wir es wollen. Hey, das habe ich mir alles selbst angetan. Diese Verantwortung ist so wichtig. Hey, das habe ich mir alles selbst angetan. Jetzt kann die Liebe sich zeigen. Was ich gebe, empfange ich. Denke mal an eine völlig abgefahrene Situation, in der du denkst, du wurdest betrogen, du wurdest verletzt, du wurdest vergewaltigt, du wurdest missbraucht oder was auch immer. Denke mal daran jetzt. Und jetzt benutzen wir etwas, was das Ego niemals dir sagen würde. Es will es geheim halten, damit du nicht bemerkst. Wir sagen jetzt, das habe ich mir alles selbst angetan. Wo ist jetzt noch ein Schuldiger? Du wirst ihn nicht mehr finden. Und die Schuld, die du nach außen projiziert hast, wird geheilt. Diese Verantwortung zu übernehmen, ist das Größte, was du dir selbst geben kannst, denn hier geschieht Vergebung. Das habe ich mir selbst angetan, hält die Welt an. Es hält Zeit und Raum an. Die Schuld fällt in sich zusammen und du wirst die Einheit erfahren. Alles, was ich gebe, wird mir selbst gegeben. Und wie gesagt, wir wurden darin konditioniert, dass es genau andersherum ist. Und uns, wir sind so konditioniert, das wurde mir angetan. Es sind nur ein paar Worte, aber sie haben eine immense Wirkung in deinen Erfahrungen. Wow, da hat mir jemand die Vorfahrt genommen und ich habe einen Unfall verursacht. Oder der andere hat einen Unfall verursacht. Das habe ich mir selbst angetan. Und jetzt denke nicht, wow, bin ich denn so blöd? Oder
habe, was habe ich denn für eine verrückte, was habe ich denn für ein verrücktes Denken? Ja, wir sind wirklich so blöd, solange wir noch glauben, das wurde mir angetan. Wir sind sehr begrenzt. Das ist keine intelligente Haltung, wenn wir in die Welt schauen und glauben, das wurde mir angetan. Die Getrennten denken so, die egozentrisch Veranlagten denken so. Das ist keine Liebe. Denn derjenige, der das glaubt, der vergibt manchmal und manchmal nicht. Mache heute einen großen Schritt im Verständnis des Kurses im Wundern. Mache heute einen großen Schritt im Verständnis der Erlösung und des Friedens und der Freiheit. Erlaube dir zu verstehen, hey, das habe ich mir alles selber angetan. So machtvoll ist dein Geist, so machtvoll ist dein Denken. Und die Getrennten haben keine Macht, sie haben alle Macht abgegeben. An jemand ausgeliehen, der die Macht oder die Kraft irgendwann zurückgeben soll. Hol dir alles wieder zurück, indem du Verantwortung übernimmst. Heute versuchen wir, die Wahrheit zu verstehen, dass Geber und Empfänger derselbe sind. Du wirst Hilfe brauchen, um dies für dich bedeutungsvoll zu machen, weil es deinen gewohnten Gedanken derart fremd ist, aber die Hilfe, die du brauchst, ist da. Schenke ihm heute dein Vertrauen und bitte ihn, dass er dein Üben in der Wahrheit heute mit dir teile. Und wenn du auch nur einen winzigen Schimmer davon erhaschst, welche Befreiung in dem Gedanken liegt, den wir heute üben, dann ist dies ein Tag der Herrlichkeit für die Welt. Du brauchst Hilfe, um dies zu verstehen. Und bitte ihm, dir zu zeigen, was dies bedeutet. Bitte ihm zu zeigen, was es bedeutet, dass Geber und Empfänger, dass Sender und Empfänger genau dasselbe sind. Widme heute zweimal 15 Minuten dem Versuch, den Gedanken dieses Tages zu verstehen. Dieser Gedanke ist es, durch den die Vergebung ihren angemessenen Platz einnimmt, in dem, was für dich Vorrang hat. Er ist der Gedanke, der deinen Geist vor jeder Sperre gegenüber dem Verständnis dessen, was Vergebung heißt, befreit und dich erkennen lässt, welchen Wert sie für dich hat. Alles, was ich gebe, wird mir selbst gegeben. Die Hilfe, die ich brauche, um zu lernen, dass dies wahr ist, ist jetzt bei mir. Und ich will ihm vertrauen. Nimm die Hilfe an, die dir gegeben wird, um vollständig zu vertrauen und um etwas völlig Neues zu lernen. Das alte Lernen hat uns nichts gebracht, außer weitere Trennung. Dieses neue Lernen wird uns in unsere Beschleunigung und unser Wachsen und Gedeihen und unsere Ausdehnung enorm bereichern. Erblühe heute in ihm, der all dies dich lehren will.